Was sich hinter dieser neu errichteten Halle der Agrargenossenschaft Schgölln verbirgt, ist bislang einzigartig in Thüringen. Tierhaltung ist in der Landwirtschaft nichts Besonderes, aber hier sind es weder Kühe noch Schweine, sondern Fische, genauer afrikanische Welse. Auf die Idee, sich mit Fischen zu beschäftigen, kam man über die Produktion von Biogas, die man schon seit einiger Zeit in Schgölln betreibt. Durch die Abwärme der Biogasanlage haben wir uns vor 4 Jahren überlegt, was wir mit der Wärme machen können, diese kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt zu nutzen. Und so sind wir über mehrere andere Projekte, Algenzucht und Muschelzucht, auf die afrikanischen Wälse gestoßen und haben dann hier seit vorigem Jahr diese Aquakulturanlage errichtet. Die Jungfische im Alter von 6 Wochen mit einem Gewicht von 10 bis 12 Gramm bezieht man derzeit noch aus den Niederlanden. Während sich im Setzlingsbecken über 3.500 Fische friedlich im Schwarm tummeln, sind es dann nach 2 Monaten nach der Umsiedlung nur noch etwas mehr als 1.000 im Mastbecken. Gefüttert wird mit Pellets, die genaue tägliche Menge für jedes der Becken wird computergesteuert abgewogen. Und auch sonst gibt es einiges an Hightech in der Fischmast in Schgölln. Das ist an sich die Anlagensteuerung insgesamt. Alle elektrischen Geräte und Regelkreise laufen auf diesem Schaltschrank auf und regeln die Temperatur. Wir überwachen die Drehzahlen der Pumpen und der Lüftermotoren. Wir überwachen die Heizungsregelkreise, ob die Solltemperaturen eingehalten werden, ob Abweichungen, die toleriert werden, eingehalten werden und so weiter und so weiter. Dank dieser Steuerung ist es auch meist ruhig und dunkel in der Halle und die Fische freuen sich über klares Wasser mit einer Temperatur von 28 Grad. Der afrikanische Wels mag es halt warm und auch sonst ist er ein besonderes Tier. Der afrikanische Wels ist in seiner Art ganz speziell. Er atmet Luftsauerstoff und wenig Wassersauerstoff. Seine Kiemen sind noch unterentwickelt und er hat ein lungenartiges Atmungssystem. Dadurch ist er besonders gut für Aquakulturanlagen zu halten. Weiterhin hat er ein sehr gutes Fleisch und einen sehr hohen Anteil Omega-3-Fettsäuren. Er ist hier in dieser Anlage, wird er ohne Medikamente, ohne Antibiotika, ohne Desinfektionsmittel gehalten. Wir haben durch die Halle die Außeneinflüsse abgeschalten und können hier ein sauberes und schmackhaftes Lebensmittel erzeugen. Bis der Fisch in den Handel kann, dauert es aber 140 Tage. Dann wiegt jedes Exemplar um die 1,5 Kilo und ist zwischen 50 und 60 Zentimeter lang. Insgesamt 1,5 Millionen Euro hat man in Schgölln in die Fischmastanlage investiert. Bis September diesen Jahres will man rund 40 Tonnen afrikanischen Wels produzieren.